1:0 war der TSV Bad Königshofen bereits in Führung gegangen, als sich Philipp Selko und Matthias Falk im zweiten Einzel des Tages gegenüberstanden. Wir sind also im Duell zwischen Königshofen und Bremen und sehen hier gleich mal eine Paradedisziplin von Philipp Selko. Aufschlag, umlaufen und wirklich alles reinlegen in diesen Vorhandball. Ja, spielt hier Matthias Falk auch gut auf der Mitte an, aber der ist trotz seiner Größe, das haben wir über die Jahre gelernt, ziemlich beweglich. Auch auf der Mitte ist er schnell genug weg mit dem Oberkörper, um die Vorhand mit seiner kurzen Noppe da noch einzusetzen. So, da ist jetzt viel mit dabei gewesen. Schauen wir nochmal drauf. Da war der Chopblock mit dabei, der landet auf der Netzkante. Dann gut reagiert von Selko, der da dann auch nicht überpaced mit der Rückhand, sondern das einigermaßen kontrolliert zu Ende spielt. Super Winkel, gute Reaktion von Falk. Kommt dann noch gut in die tiefe Vorhand von Selko hier. Da haben wir immer wieder diese lange Variante gesehen, das versucht Selko immer mal wieder, aber Falk sehr, sehr aufmerksam, holt sich Durchgang Nummer 1. Hier haben wir es wieder gesehen von Selko und wieder mit der Kombination danach die Vorhand direkt einzusetzen. Selko hat im Hinspiel noch gegen Gerasimenko verloren. Und er hat hier weiter an seine Chance geglaubt. Zweiter Satz läuft bis hierhin gut für ihn. Entschlossen hingegangen hier zum Rückhandball überm Tisch. Ja, stellt hier auf 1:1. Insgesamt steht es übrigens 1:0 für Bad Königshofen. Zu diesem Zeitpunkt Neuzugang Jin Ueda hatte gegen Kirill Gerasimenko gewonnen. Und ein weiteres Beispiel für diese durchschlagskräftige Vorhand von Selko. Wird hier angeflippt, ist aber schnell genug rum. Und aus dieser Lage kann er tatsächlich in beide Ecken ziehen. Das macht er sehr gut. Ist hier ziemlich wach, kriegt auch mal den langen Aufschlag von Falk, reagiert da gut drauf und merkt natürlich jetzt auch mehr und mehr, da geht was. Oh, stöhnt es hier schon im Ballwechsel raus, also wittert seine Chance gegen einen der besten TTBL-Spieler, den wir eigentlich jedes Jahr haben. Falk für gewöhnlich mit sehr guten Bilanzen in der TTBL unterwegs. Stark. Kriegt den Ball lang in Rückhand, reagiert gut und holt sich die 2:1 Führung. Also da war Selko eigentlich schon ein Stück vorne in dem Satz. Am Ende muss er den noch wieder hergeben. Ja, sehr gut nachgesetzt. 2 Meter hinterm Tisch diesmal. Der war es noch nicht. Und jetzt sind wir aber schon, großer Sprung jetzt hier gerade, jetzt sind wir schon in Satz Nummer 5. Selko weit vorne, echt dicht dran, hier für eine große Überraschung zu sorgen und dann auch Bastian Steger bei 2:0 in die Box zu schicken gegen Marcelo Aguirre. Jetzt haben wir die Matchbälle für Selko. Und klar hat dem das was bedeutet. Das war ein Break. Ganz, ganz starke Leistung von ihm. Und hier sehen wir auch mal die Kulisse. Da war richtig was los.